Und wie, das verzieht, ey. Warte mal, ich will mal, lass mal schnell gucken, wie viel das Rücksetzen kostet. Hä, wo war denn das? Das war eine doofe Idee, jetzt haben wir erstmal Rax am Arsch. Wenn du so schnell vorprescht. Wo war denn das Zurücksetzen? Bei so einer New U-Station. Ach, hier war das, ja. Du kannst übrigens auch schießen, ne? Das ist auch ein Gewehr. Nö, nö. Geldpunkte kauft Zurücksetzen. Ja. Kosten? Ach, 3000. Ah, das hier hab ich gerade nicht. Dann kannst du nie zurücksetzen. Ist mir klar. So, wo seid ihr? Bei der Quest. Soll ich abliefern? Ja. Könnt ihr gleich dort bleiben. Wir wollten sowieso zum nächsten eigentlich. Was sonst? Wo sollen wir die abliefern? Wahrscheinlich bei Shep Sanders, wo wir jetzt hinfahren. Mhm. Wo du noch hinterherkommen musst. Lebensenergie. Immer wenn ich einen Gegner töte, kriege ich bis zu 15% meiner Lebensenergie. Ist total geil. Na, kann ich nicht einfach zum Fahrzeugpoint gehen bei euch, wenn einer aussteigt und mich zum ersten Fahrzeug teleportieren? Ja, kannst du jetzt machen. Da, der Typ. Scheiße, am Ventilator. Also ich habe 18.000, ich weiß nicht, was ihr für Geldprobleme habt. Ich habe 30.000. Ach, ich hatte ja. Ich komme hingefahren. Ich will mich auch nicht, sehen, was ihr für Probleme habt. Guppi ist in einem Menü. Ja. Du musst nie herfahren. Wie du siehst, hättest du nie herfahren müssen. Bin aber noch bis zu euch gekommen. Skaks sind Allesfresser. Entweder das verschlucken, würgen sie es wieder aus. Ja, suche die Sache auf, um Beute zu machen. Verwende. Ja, toll, jetzt raus weg. Ich geh wieder hier hoch, hier gibt nämlich meistens noch irgendwas. Ja, und vor allem kannst du dich schön dort vor den Gang. Oh, verstehen. Ich hab schon ein Feuerelementar gesehen. Schrotflintenmuni. Für mich? Cool, ein Liquid Sniper 148. Moment. Das ist so ungenau. Naja, ich versuch's trotzdem mal. Oh, hier ist noch mehr. Explosive Longbow, ein Shield und eine Granate, die nehme ich. Das ganze schöne Zeug hier nur mitnehmen. Bäm! Tot. Boah. Also ich würde auch behaupten, wenn wir mehr unterwegs sind, kommen mehr solche Knallharte. Gibt's ja. Das ist auch kann schon Merker, oder was? Kann das Vieh mal stehen bleiben? Sag mal, es gibt doch eine Zielhilfe, was wissen wir, dass das Vieh stehen bleibt? Du bist es ja tot. Übrigens musst du jetzt nicht mehr so kritische Treffer machen, das bringt keinen Erfahrungsboost mehr, ich hab ihn ja gerade umgeskillt. Hui, Flatsch. Mach schön, was war das denn? Mach schön, dass mein mein Bloodwing mit Schockschaden. Ich sag doch, das macht dann schöne, lustige Sachen, wenn du mit Schockschaden jemanden tötest. Pistole. Muni. Ja, vor allen Dingen ist der Bloodwing richtig geil. Was denkst du, warum ich den im Einzelspieler immer so gern spiele? Ich finde das Kommandogeschütz eigentlich besser. Nö, ich nicht. Ich halt nicht. Ja, da, Bloodwing. Ritzel. Ritzel. Putze die Welt an. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen da hier ein Stück weit und dann links, wo wir letztes Mal rechts gelaufen sind.
guck doch auf die Karte, da siehst du es doch. Mal den unten da oben weg. Na, mache ich doch gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich den treffe, weil mein Sniper ist so ungenau. Doch, ich treffe ihn. Nein, nein. Das ist ja geil, der Flammenwerfer. Schade, ich treffe nämlich nicht mehr. Ja, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Zink. Voll auf den Mann drauf. Was? Boom. Ich verarschen? Verbrennen. Der Flammenwerfer ist schon mal geil. Ups. Scheiße. Dann ist bloß noch drin. Ah, das Ding ist so böse. Ich nehme eine SMG. Das ist die grüne, hab ich mal gelassen, ne? In allen Punkten besser. In allen. Hier ist eine Schrotflinte, 8x19. Noch eine Schrotflinte, eine blaue. 29x12. Mit einer 25%igen Zielgenauigkeit, das ist schon nicht schlecht. Unter dir, direkt unter dir. Die sieht nicht schlecht aus. 25% Zielgenauigkeit, die ist eigentlich ordentlich. Aber macht halt keinen Elementarschaden mehr, ne? Ja, ne. Hat der vorher gemacht? Blitz. Nee. Hä? Warte mal. Ich weiß nicht, vorher hast du doch einen Schock, glaube ich. Nein. Nee, eine ganz normale. Kommt die wieder raus, Entschuldigung. Die kommen immer wieder raus. Die ganzen Waffen hier mitnehmen, dann nehme ich sie halt mit. Wir beschäftigen uns schon mit wichtigen Dingen. Merke ich. Boom. Ist das nicht schön? Der Flammenwerfer ist hier. Ja, ganz toll. Marco. Wirklich, einsame Spitze. Was? Ich hab durch das Plan durchgeschossen? Du kannst durch Plan durchschießen, ja. Psychopath? Fick dich. Über die Schulter drüber weg. Genial. Ist nicht verarschen, du scheiß Bloodwing. Der verarscht mich, ehrlich. Ja, bist aber ganz schön hinterher, Gubi. Also ihr seid schon wieder Level aufgestiegen? Nee, bloß Gubi ist Level 18 geworden. Wir sind schon längst Level 18. Ach so. Stimmt. Hier liegt noch eine Rifle rum. Will die keiner? Dann nehmen sie mit. Und immer gut Geld. Hm, hier gibt's noch Geld, schön, dass ihr das überseht. Ist doch egal, du holst es doch für uns. Hm. Wie einfühlsam. Ja, ich bin ganze 2 XP für die Viecher. Doch Bombe. Ich hab letztes Mal einen Haufen Schuss verwenden müssen, um die Viecher überhaupt zu erledigen. Oh oh. Da kommen Rax. Ja und? Mag keine Rax. Und der doch übelst schnell. Wow! Da kommt der mal eben so. Hä? Und der durch den durch? Und der war noch nicht mal tot? Wenn der schon tot? Wenn der gerade umfällt? Der war nicht tot. Hat er noch gelebt? Noch nicht geklappt. Vielleicht ja doch. Nee. Wow. Lob ja mal nicht. Oh, du hast gar nichts machen, der macht die alle alleine platt. Oh. Ja, die sind halt Level 11 und wir sind Level 18. Also der ist Level 13, das ist halt sinnlos. Der ist 5 Level unter uns. Friss! Da brennt er. Marley! Ja, genau, das ist einer von denen. Der hält ein bisschen mehr aus. Ja, der ist nur Level 16. Da kommt übrigens Bob. Ne, Mo heißt er. Bob und Marley. Jagen wir erstmal ihn. Bob und Marley wäre cool!
Hätten sie eigentlich machen sollen. Bob und Marley. So als Namen für die Viecher. Das ist ein Herde, Mist, die. Tick tot, geht doch. So ist das andere. So, das ist aber Feuer, das hat Feuerresistenz. Das Feuerresistent? Ja, das ist Feuerresistent, der brennt nämlich selber. Wie du siehst. Ich mach an dem kaum Schaden, das ist so heftig. So mies, die Granaten. Viel Spaß, Digga. Au! Das kannst du suchen, aber ich bin nie von dem Schaden macht damit. Nö. Was mit der Granate? Ich nehme nur einen Feuerschaden, null Schaden. Dann doch lieber damit. Er ist gleich tot. Kritische Treffer. Geht bei dem Vier so auch. Boah, das braucht übelst lange zum Aufladen. Nee. Aber was hier jetzt alles rumliegt? Ein Schild, 150er. Da liegt eine Riffel rum. Das sind 20 Riffel. Schaden. Was ich jetzt in Munition verbraten habe, ey. Sniper. Eine Feuerriffel ist das sogar. Ja, sieht man ja auch schön. Habt ihr so. Schon das andere Zeug eingesammelt da drüben? Ja. Alles? Ja. Gut. Das war's übrigens schon hier. Jawohl. Die Ben-Viecher töten war der Auftrag. Wollen wir die noch durch das Dorf mal dort latschen? Pff, können wir machen. Wieso denn? Naja, einfach um was zu töten, schneller, naja, schneller zu appen und wenn wir sowieso schon... wir kriegen fast keine Erfahrung mehr. Ach so, und wenn wir jetzt zurückgehen, kommen ja eh wieder das Zeug entgegen. Ja, also wie gesagt, wir kriegen kaum noch Erfahrung, wenn wir hier was töten. Ist dir nie aufgefallen, wir haben eh nix Pay bekommen. Für die normalen Viecher. Ja, für die normalen. Ihr habt noch nicht alles mitgenommen. Ja, dann nimm halt mit. Also für mich ist das noch wertvolle Muni. Wenn es vielleicht im Kampf nochmal helfen könnte. Ach, Munition wird überbewertet, gerade du mit deinen Fäusten. Meine Fäuste sind auch nicht so toll, wie sie immer scheinen. Es hat stahlharte Fäuste, aber nö, die sind voll doof. Hättest du halt doch die Truse spielen müssen. Es gibt ja doch Fallschaden. Da ja. Liegt noch Geld rum, das nehmt ihr gar nicht mit, ne? Doch, wir haben doch dich, haben wir doch gesagt. Ja. Ich habe 20.000 erreicht. Da gibt's Fallschaden, aber ich bin gerade von ganz weit oben runtergesprungen, ist nichts passiert. Na, es gibt ein bisschen Fallschaden, meistens fängt das Schild das locker ab. Ich bleib stehen, ihr macht das schon. Wir verkaufen noch. Achso. Du wirst es nicht bereuen. Und ein 42er Schild, ey, mit meinem 260er Schild komme ich ja ewig aus. Waffenschmuggler habe ich also rausbekommen. Benni, habe ich das Schock-Artefakt, was ich in dem Skill drin habe, ich das drinne oder habe ich das im Rucksack drinne? Das hast du das hast du drin, das ist im Rucksack nicht mehr drin, das ist aktiviert. Okay, du, weil ich hier noch ein Schock-Artefakt halt habe. Ja, das kannst du nicht benutzen. Das hat... Sagt er dir auch, wenn du es versuchst zu aktivieren. Also kann ich es ja theoretisch verkaufen. Ja. Was ist eine Assault? Ach, eine Assault Sweeper ist eine Shotgun, okay. Du sollst einfach auf das Bild gucken von dem Viech, wie das Viech das hält. Ja, das habe ich bis jetzt immer gemacht. Nein, 20 mal 12, 18 mal 9. Hab ich mal umgefärbt. Noch mehr rosa-rot? Nee. Oh. Nur rot. Siehst du das nicht? Ich sehe keinen großen Unterschied. So gerade eben. Fertig. Schön. Warte. Ja, fertig.
Bin gesprungen! Freust du dich jetzt? Ja. Ja. Ach, ich freue mich, wenn die Luft teleportiert wäre. Oh, meine Fresse. Jetzt fahrbare Untersetzer und zwar in allen möglichen Farben. Schweinerei. Gobi ist noch gar nicht richtig im Sitz und er fährt dann nie schon wieder voller Emma los. Ey, du fährst jetzt gegen irgendwas. Ich? Gegen nix. Ich bleib einfach stehen. Warum er eigentlich alle mit aussteigt, frage ich mich gerade. Das reicht doch, wenn ich es abgeben kann. Alle mit aussteigt. Ja. Ich fahr mal hier nach hinten. Gobi ist schon wieder mit ausgestiegen. Es gibt neue Jobs! Ich hab wieder ein Artefakt bekommen, ein Feuerartefakt diesmal. Jetzt Todeskreisfinale oder erstmal. Eigentlich erst von unten hoch, würde ich machen. Okay. Sledge getötet? Okay, nee, dann doch Todeskreisfinale, weil dann kommen wir nämlich nach Sledge kommen wir in den nächsten Bereich. Sorry. Das sieht echt geil aus, wenn mein Auto fährt. Oh. Ich will drüber, ich besteig dich, hast du gemerkt? Wo willst denn du hin? Ich besteig dich, hab ich doch gesagt! Also, merkwürdig sieht's auf jeden Fall aus, was er macht. Jetzt darf ich nochmal einsteigen. Ich hab dich bloß bitte bestiegen. Steig nicht gleich, ey. Nee, das darf nur ich. Krieg ihr einen Bonus? Wenn ich das Schizophrene, ich ist mit dir. Und da kriegst du den Bonus eigentlich, oder kriegt ihr den Bonus eigentlich auch, wenn ihr jemanden tötet, der Lebenspunkte bekommt? Oder bekommt das nur ich jetzt? Hm? Hab ich noch nie drauf geachtet. Da kommt rechts unten so ein Symbol, so ein gelbes. Ich renn irgendwas hinterher. Mach's platt. Da rennt, kommt noch mehr, also muss ich das hinterher rennen. Warte, bis wir draufhauen. Juhu, Pistol-Muni. Ich glaube, ich muss mal kurz Munition kaufen für den Revolver. Das hab ich klein Problem. Übrigens, ich glaube, ich weiß, warum wir vorne weg sind, weil wir immer die ganzen Scheiße aufmachen. Deswegen kriegen wir nämlich Herausforderungen, Marco. Was, warum wir vorne wechselt? Ne, warum wir vorne, vorne weg sind mit den Leveln. Ach so. Revolver mit N9 Schaden. Ne, ich hab glaube. Ne, Moment mal, ne, warte. Mal zwei Schockschaden. Sehr hat hohe Elementareffekt möglich. Im Angebot. Und 1,3er Geschwindigkeit vor allen Dingen. Ist schon nett. 49 mal 1 Feuer. Und auch unglaublich genau. Ja, 8000. Also ich werde ihn schon mal nie nehmen. Wer hätte es gedacht? 128 im Angebot, wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich endlich mal 16.000 Geld und kann mir das nie holen, weil es einfach mal zu schwach ist. Ich brauche weiter. Ich behalte den trotzdem nochmal für die Runde jetzt. Vielleicht überlege ich mir hinterher, das zu kaufen. Hat ganz kannst du reingehen, da passiert nichts, solange wir nur, solange nicht alle drin sind. Wie du siehst. Dann war das und das. Erst wenn die ganze Party drin ist. Von daher kann ich im Online-Koop richtig eine abfacken. Bäm! So Leute. Sagen ab, geht er. Ins Gesicht. In your face. Wie es explodiert, ey, alle haben sie jetzt Feuerschaden, ey, das sehen wir doch gar nicht mehr durch. Es kommt übrigens richtig viel, ne? Mein Turm macht auch noch Feuerschaden. Ja, mein Vieh auch. Hilft am besten gegen die Blödenskerken. Ja, weil die nackte Haut haben. Die zählen ja als gepanzert. Die normalen Skarks. Erst der Alpha-Skark ist glaube ich gepanzert. Aber selbst da brennt es halt trotzdem. Ja, das gibt's doch gar nicht, ey.
Da wäre nur Säure noch effektiver gegen den Alpha-Skack. Da kommt was. Und ich sehe immer noch. Nett. Boah, ich sehe gar nichts mehr. In die falsche Richtung. Ich habe dir gerade auch voll von Latz geballert mit meiner Feuerwaffe. Boah, mir brennt alles nur noch, ey. Na, ich sag doch. Wenn alle jetzt Feuerschaden haben, wird's lustig. Sehe ich bloß noch Flammen, Flammen und Flammen. Geschafft. Oh, war ja einfach. Ja, war halt. Ja, Level weil drüber, wir hohe, hohe Level haben. Nö, nee, war Level 18 Mission. War Level 17 Mission, oder? 18. Okay. Dann war es trotzdem auf dem passenden Level. Vorher war es ja immer 2 oder 1 Level über uns. Gubi und ich latschen hin, wer kriegt's? Gubi. Ja, das liegt an dem Ping. Oh, ein Revolver. Und ein Level Up, finde ich gut. Ich hab jetzt schon 7 Schüsse Revolver tauschen sollen gegen das eine Ding da. Sind immer noch? Welchen? Den ich, nee, jetzt fang ihn an meine Revolver zu benutzen. Bleib mal bei deinen Waffen. Hä, hatte ich nie auch einen Revolver? Nö, ich hab noch einen Revolver drin. 72 Schaden, wie gesagt, da kann ich den da oben nehmen. Den anderen. Fang doch mal an, deine wirklich auf deine Waffen zu gehen und nie alles mögliche zu kaufen, was Schaden macht. Ich hab Shotgun und einen Rocket Launcher. Ja, aber... So, spar doch mal das Geld und kauf nie immer, sobald es was Besseres gibt, irgendwas Besseres. Spar doch mal auf deinen, auf einen guten Shotgun oder Rocket Launcher. Wir finden schon was. Ja, aber ich habe ja noch eben, wie gesagt, den ich besetzen kann. In Waffenslot. Der Revolver, der bringt mir überhaupt nichts. Wie konnte ich eigentlich, warte mal kurz. Du könntest auch mit unterschiedlichen Raketenwerfern oder sowas arbeiten. Oder halt auch eine Combat Rifle noch nehmen, die übrig bleibt. Die Kopie, die ich brauche oder sowas. Und jetzt eigentlich das Schock-Artefakt hin? Gerade das Schock-Artefakt rausgenommen und dafür das Brand-Artefakt rein. Das ist immer noch da oben. Du kannst ihn hier rausnehmen. Du musst in den Skillbaum gehen, da hast du links oben so eine Auswahl von den Artefakten. Leute, wollt ihr mich... Einer von bei einem von uns musst du mitfahren. Ja. Überholt. Du kannst gut Auto fahren. Überholt. Ich habe gerade irritiert, wo ich lang Kante, muss. Das sieht noch behinderter aus bei mir. Ja, das stimmt. Weil es halt richtig eng ist. BAM! Getroffen. Glückwunsch, guck mal, wie das aussieht. Und ich habe es wieder bestiegen. Ich bin super. Die Autos sind einfach super. Benny, gesehen? Naja, ich hab dich die ganze Zeit direkt vor meiner Fresse gehabt, wo ich gerade gefahren bin. Revolver. Wieder im Level höher. Level 25 Revolver. Ehrlich, das ist doch eine Verarsche, auf Level 19, Level 25 Sachen zu finden. So, oh, ich finde hier gar keine Waffen, weil ihr alles wegräubert. Ist ja aber nicht so schlimm, weil selbst wenn man bei einem Verkaufsstand eine Waffe für dich dabei ist, könnten wir die ja theoretisch auch kaufen. Und dir dann einfach geben. Ja, aber dann ist ja euer Geld draufgegangen. Ja, wenn wir dir vorher die Waffen klauen, sozusagen. Ah! Du bist so ein Held! Ehrlich, der Held vom Herz der Welt! Ich hab schon mehr als ehrlich. Ich hab's in das andere gedrückt. Komm her, du scheiß Baum, ich klopp dich tot. Renn doch einfach vor, da kommen schon Gegner gleich, da sind doch schon die ersten. Jetzt ist es eh verbraucht. Toll, jetzt habe ich nur so einen Säureresistenz 259. Hab ich nur so einen verfickten Revolver, der mir überhaupt nichts bringt im Endeffekt. Boom. Macht das Vieh das jetzt unbedingt 3 Säure Schaden? Nö. Auch ein brennender Psychopath mit dem. Ah, bei dem mache ich ja keinen mit Feuerschaden 0 Schaden. Deswegen habe ich noch eine zweite Waffe dabei. Voll auf den Nischel drauf. Seh den Nischel nicht mehr.
Boom. Ja, lässt mich am Arsch, ey. Hui! Ich hab übrigens gerade die Herausforderung erfahrener Killer bekommen. Toll. Kriegst ein Bienchen. Hab ich wieder 1000 XP mehr als ihr. Was machst du denn? So. Sieh dir das an. Also, sieh dir das an. Mal probieren. Alter, ey, das gibt's doch nicht. Was? Wo? Da oben. Munition! Oh, Entschuldigung. Nö, hier Munition. Da drüben gibt's eine Waffenkiste drin in dem Haus. Tada! Was, kenn ich Sniper Rifle mehr? Hab ich ihn wahrscheinlich einfach übersehen. Shotgun. Hier ist Medikit. Schlechter als meins. Medikit mal auf dem Geld rum.